kann man sagen, haben wir wieder Erfolge. Und ich freue mich natürlich, dass hier einmal die Frau Oberbürgermeisterin hier kann. Das ist nicht ganz so in der Presse erwähnt worden. Und das ist natürlich schade, aber wir möchten es gerne nachholen. Wenn man im letzten Jahr Weltmeisterin wurde in Schottland, dann war natürlich schon der Titel Antwortschaft schon wieder da. Aber wie viel das bedeutet, welche Schwierigkeiten das ist. Und auch in einer Kata, das heißt, es ist ja sehr viel Disziplin, sehr viel Konzentration. Das ist nicht einfach nur ein Kampf, wo man mal draufschlagen kann, sondern da muss man sich das vorstellen können, dass man gegen verschiedene Gegner kämpft. Und man muss diese Kata vollkommen beherrschen. Und das ist einfach der Caroline einmal mit einer Bronzemedaille in der Exekutive, also im Freistil praktisch gelungen. Und die Titelverteidigung traditionell, also wenn man sagt, sie hat die besten Noten von allen Kampfrittern hier bekommen. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch unserer Weltmeisterin Caroline. Ja, aber da ich gehört habe, dass Sie den ersten Platz gemacht haben und Sie den dritten, habe ich gedacht, boah, klasse, warum steht das eigentlich nicht in der Zeitung? Aber Alfredo hat sofort gesagt, wir geben nächste Woche einen Empfang. Du bist doch auch da, die Mädels sind da. Und dann habe ich gesagt, na dann ist ja in Ordnung. Also die Presse ist wirklich aufgefordert, groß darüber zu berichten, denn zweimal Weltmeisterin zu werden in Karate und vor allen Dingen, wenn man so eine Figur hat, die Caroline Liebmann, dann bin ich immer wieder total baff, wie so ein 32er Größe im Karate den Mädels eins überbraten kann. Also ich bin immer baff. Und ich muss sagen, hinten Heinrich ist ja nun auch nicht gerade groß und breit, sondern da auch so ein schmächtiges Kerlchen. Herzlichen Dank, dass Sie den Namen von Ettling in die weite Welt hinaustragen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. So, herzlichen Glückwunsch. Und wo geht die nächste Fahrt hin? Orlando. Wenn es möglich wäre, nächstes Jahr. Gemeinsames Boot. Genau. Sie wie bei der Hochzeit. Ich wollte es gerade sagen, wer hat die Hand oben? Es ist wie bei der Hochzeit, noch bald. Ich bin gerade gefragt worden, ob er eigentlich noch zur Schule geht. Ja, ich bin 16, also ich gehe noch 2 Jahre lang nach Abitur. Okay, und die macht ihr Studium zur Lehrerin. Die ist 24. Genau, eine, was ich ist 24. Ja.